Ja, hey Leute, was geht ab? Heute. Ja, geht's. Ich bin ein Paket hier. Das ist ungefähr so groß wie mein Fingernagel. Oh, ja, ja, abonnieren, abonnieren, liken, kommentieren. Geil! Das war doch super. Kann man eigentlich nehmen? Kann man nehmen. Okay, jetzt geht's los. 3, 2, 1. Hallo Leute, heute gibt's ein neues Video von diesem Paket. Und das machen wir jetzt auch. Alles klar. Jetzt geht das wirkliche Video los. Versprochen. Also heute gibt's einen Finger. Ja. So, Leute. Das machst du falsch, das geht. So, Leute. Okay, ich kann das, ne? Sorry. Du willst doch mit den Tränen, kann das sein? Los geht's, ihr Bananen. Okay. Ja, hallo und damit herzlich willkommen hier zu einem Unboxing des... Hallo und damit herzlich willkommen hier zu dem Unboxing des Gewinnspiels von MSD Firework gemeinsam mit einem netten Pyro-Kollegen. Mit mir abonnieren. So, da packen wir das Paket mal aus. Das wird jetzt ganz interessant. Das wird jetzt ganz interessant. Oh. Oh mein Gott, ich wollte schon immer mal von mir. Nein, das ist dein Paket. So, warte. So. Ich stehe mal ein bisschen hinter der Kamera. Ich beobachte. So, dann haben wir hier erstmal wunderschönes Verpackungsmaterial. Oh, 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 da sieht man schon ein paar schöne Sachen. Schon wieder. So. Shit. Tun wir das mal beiseite. So, was haben wir denn jetzt hier alles Schönes? Wir haben als erstes hier mal ein paar Luftpfeifer von Leslie. Schöne Packung. Und auch eine volle Packung. Eine volle Packung, ne? Ja. Dann hier Cyber Crackling von Leslie. Genau. Schöner Vulkan. Moonshine. Sehr schöne Fontäne, auch von Leslie. Dann einen Zwergenaufstand von Pyro Outdoor. Hm. Okay. Richtig unattraktiv, der Zwergenaufstand. Mit einer goldenen Basis. Und so. Was haben wir hier? Dann Smooth Spark. Auch ein wunderschöner Vulkan von Leslie. Kleinerer Fall, würde ich sagen. Dann Fireballs von Nico. Schöne Teile. Feuerringe von Nico. Muss ich gleich mal reinschauen. Die, ja, sind mit grauer Lunte. Ey, voll schön. Noch richtig schön. Haben sogar noch Preisklasse drauf. Oben rechts in der Ecke. Schön. Klasse. Leuchttaler vom Keller. Sind eigentlich auch immer schöne Dinger. So, ich guck mal, haben wir hier alles noch. Ja. Alien Attack von Comet. Ein paar schöne Bodenwirbel. Hatte ich tatsächlich noch nie. Ich auch nicht. Die Black Bulls von Leslie. Hätte ich auch noch nie getestet. Ja. Kommt auf jeden Fall ein Test von. Jetzt musst du den typischen YouTuber-Spruch kriegen. Tests werden kommen! Tests werden kommen! Okay. Pyrometeorite. Von Wilco. Wahrscheinlich aus dem Aldi. Aldi Nord-Sortiment oder sowas. Ich finde die Dinger eigentlich auch immer ganz cool. Ja, die sind nice. Wir haben mal ein kleines Sortiment von Comet. Mit Koboldkreisel, Irrlichter und was steht dort? Tasmanischer Teufel. Ja. Okay. Ist klein und süß. Ja, schönes kleines Moment. Und hier jetzt, oh. Ah, oh, ne, ich mach erstmal weiter mit Cut 1.
Powerballs von Keller. Schön. Und dann haben wir noch ein paar mehr Knatterbälle. Oh, der von Deko. In einer Packung. Genau, 1 Euro. Kann man eigentlich für 1 Euro nochmal nicht mehr. Dann hier richtig schön. Klabautermann vom Keller. Wer kennt sie nicht? Eben. Die muss man mal gehabt haben. Ja. Viel zu geil, die Dinger. Oh, richtig Hammer. Also Cut 1 ist eigentlich, muss ich sagen, mein Lieblings-Cut 1-Artikel. Jo. Was haben wir hier? Magic Stars, Weko Kingsplay Logo, also eine schöne Rarität. Auch ein richtig geiler Vulkan. Oh ja. Richtig geil, ey. Dort auch noch Übergang so. Krass. Achso. Hammer. Was haben wir hier? Ein paar Bodenwirbel. Geistertanz. Von Hörort, genau. Ja. Oh ja. Geistertanz. So. Was haben wir hier auch? Premiere. Leslie Creeper. Eine Creepers-Masse. Sehr, 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 sehr geil. Und jetzt hier. Luftheuler von Keller. Ey, das ist so. Findest du's so Hammer. Krass. Alter Falter. Richtig krass. Und jetzt haben wir hier noch. No fucking way. Dinge. In Luftpolsterfolie eingepackt. Alter was? Junge, was? Digga, was? Alter Junge! Thunder Kong Max! Einfach eine volle Packung, komplett dazu geschweißt. Alter! Junge, wie geil ist das denn? Alter! Das ist ein Extra, also. Der hat mir ja gesagt, der packt ein paar Extras mit rein, aber mit sowas habe ich lange nie gerechnet. Kleine Extras sind das. Alter, was ist... Alter! Was ist das denn? Alter, wo ist das hier? Extra ist hier nochmal ein richtiges Sortiment. LOL! Super Crackers von BVD, Sonnenvogel, Ninja Cracker, Pyropetarden, Feuerspucker und Flash and Demon. Hat dann ein richtig geiles Sortiment zusammengestellt. Alter, wie geil ist das denn? Krass. Alter. Und da ist das Paket leer, Leute. Da ist es leer. Das ist das heftigste Paket, was ich jemals ausgepackt habe. Also, Thunder Kong Max. Hey, meins war auch schön. Deins war natürlich auch schön. Natürlich. Alter. Alter, ist das krass. Wenn ich erstmal wieder ein bisschen runtergekommen bin, gibt's da noch eine Gesamtübersicht. Da sind ja schon mal die Sachen und... Das heißt, bis also, gleich. Bis gleich. Number one, bitch, I bet it well. Do the numbers, I said it well. I played the game and I'm still the same. And I never changed just to get a deal, bitch, I'm ballin'. Ballin'. I came from nothing to something like it's nothing. Yeah, you know I done it. That is no discussion, bitch, I'm ballin'. Ballin'. I made a promise to my mama. I'ma turn these zeros into tens of commas. Bitch, I'm ballin'. $1 million deals, catch me swerving, burning $100 bills. How I feel when you falling, going places they never go. It ain't all about the money, but I stack it cause you never know. I'ma live life till I overdose. Why they sleeping on me? That's comatose. I went mainstream with my main team. You just mad as fuck, you ain't come close. And your next girl is my ex girl. She fine as hell, but she a mess girl. All I do is rhyme. I got.